Ihr wollt irgendwas an die Wand hängen, zum Beispiel einen Bilderrahmen oder sonstiges, habt aber keinen passenden Aufhänger dafür, dann habe ich euch eine Möglichkeit, das mit der Oberfräse zu machen, innerhalb von ein paar Sekunden mit einem Jig hier, wo wir dann richtig schöne Aufhängelöcher selber machen können. Und das Schöne ist wirklich absolut für lau. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und heute geht es wieder um ein richtig cooles Fräschig, wie soll es auch immer sein. Fräschigs, ich mag sie immer mehr, diese Fräsvorrichtungen. Mir gefallen die echt gut, weil die echt die Arbeit richtig geil erleichtern. Heute geht es um ein Fräschig für so Aufhängelöcher. Ihr kennt es ja selber, hier Schraube rein und nach oben. Ich weiß gar nicht, wie die heißen, könnt ihr gerne mal unten reinschreiben. Diese Löcher, darum geht es hier. Wie macht ihr das Ganze? Könnt ihr gerne mal auch unten in die Kommentare reinschreiben. Hier gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten, Bilderrahmen oder irgendwas anderes aufzuhängen. Auch ein bisschen was Schwereres oder so aufzuhängen. Dann nimmt man meistens diese Schrankaufhänger. Ich habe jetzt hier mal auch ein paar auf dem Tisch und die schauen wir uns gleich nochmal an. Aber wie gesagt, heute geht es um diese Fräsrichtung. Die ist richtig schnell gebaut, innerhalb von ein paar Minuten gebaut und innerhalb von ein paar Sekunden ist dann dieses saubere, richtig schöne Aufhängeloch entstanden. Mir gefällt es gut, aber schauen wir uns erstmal die anderen Möglichkeiten an. Das wird heute ein super kurzes Video, auch so kurz wie die Bauanleitung hier für diese Vorrichtung, für diese Fräsvorrichtung hier, die ist wirklich super einfach. Und wir haben jetzt hier zum Beispiel hier so verschiedene Zackenaufhänger, die man dann für Bilderrahmen auch benutzen kann. Die gibt es in allen verschiedenen Größen hier. Wenn wir hier leichtes Gewicht haben, haben wir dann eher solche Aufhänger für ganz leichte Rahmen oder so, aber da können wir jetzt kein Gewicht dranhängen. Oder solche Sachen hier, das ist schon stärker, die kann man auch schrauben. Aber diese Sachen anzubringen, manchmal ist es dann nicht von der Höhe gleich oder wie auch immer. Wichtige Sachen sind auch hier diese Schrankaufhänger, habe ich jetzt auch immer so verwendet hier, diese Schrankaufhänger, aber die sind zum Reinmachen nicht so schön hier und mit der Oberfräse, mit diesem Jig können wir hier so, solche Aufhänger, im Prinzip genau das gleiche wie hier, aber halt wirklich in 3 bis 5 Sekunden ist das Ganze hier gefräst und richtig sauber. Wem das Ganze da natürlich vom Gewicht her vielleicht nicht reicht, wenn es schwere Sachen dran sind, kann man natürlich immer noch hier sowas dann drüber machen. Hier, das passt exakt hier drüber. Braucht man nur 2 Löcher bohren und hat dann auch eine stabile Verbindung. Aber man hat hier sauber hier unten gefräst. Und diese Vorrichtung bauen wir uns. Wir gehen jetzt gleich mal über in die Materialliste, in die ganz große hier, was wir mega krasses alles für die Vorrichtung brauchen. Und ja, lasst euch überraschen. Jetzt schauen wir uns mal das Material an. Tada! Das ist alles, was wir brauchen, Leute. Ein Stückchen Restholz. Holzlatte. Mehr ist das nicht im Endeffekt. Hat auch jeder bestimmt irgendwo daheim rumflacken. Ich habe noch dieses kleine Stückchen gehabt hier. Das werden wir verwenden. Die Breite ist eigentlich total egal, wie ihr das habt hier. Könnt ihr selber entscheiden. Das war das Einzige, was ich noch hatte. Und natürlich brauchen wir noch einen Fräser. Und zwar einen T-Not-Fräser. Die schauen hier so aus. Die werde ich euch natürlich unten auch nochmal verlinken hier. Die nennen sich auch Keyhole Bit hier. Und das ist das Einzige, was wir brauchen. Natürlich auch noch eine Fräse. Das ist ja wohl logisch, oder? Bei einer Fräsvorrichtung. So, fangen wir mal einfach an. Ich habe hier noch 2 andere kleine Resthölzchen hier gefunden. Und das ist das Einzige, wie gesagt, was wir brauchen. Welche Fräse ihr natürlich einsetzt, ob ihr hier rund habt, ob ihr eckig habt oder, das ist total egal im Endeffekt. Aber ihr müsst es natürlich auf eure Fräse auslegen. Also die Maße, die ich jetzt dann vielleicht nennen werde, die werden bei euch nicht passen. Deshalb rechnet es selber aus. Im Endeffekt ist es nichts anderes. Wir müssen jetzt hier hinten eine Latte anbringen. Wir müssen hier einen kleinen Kastenbaum. Mehr ist das nicht. Also das heißt, wir machen jetzt hier, machen wir welche hin, müssen natürlich schön im rechten Winkel geschnitten sein, das ist klar. Machen wir hier hin und das zeichnet ihr euch einfach an und macht das, sägt euch die passende Größe zu. Also in meinem Fall sind es hier, ich glaube, 17,7 Zentimeter, ich habe es mir aufgeschrieben hier, ich habe schon ausgerechnet, 17,7 Zentimeter, 177 mm ist hier bei mir die Breite, das sind 44er Latten hier und da einfach absägen. Jetzt kommt es auf die Länge drauf an. Hier oben kommt auch noch eine Latte hier hin, die wird dann die gleiche Breite haben wie die untere hier und da oben hin und jetzt müssen wir dann diesen Fräsweg
anschauen. In meinem Fall, das könnt ihr euch natürlich selber entscheiden, in meinem Fall hier wären es 12 mm, was ich jetzt hier nach vorne fahren werde. Und deshalb muss hier zwischendrin die kleine Latte hier zwischen dem hier und dem hier, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine hier, zwischen dem 12 mm größer sein, damit ihr noch einen 12 mm Fahrweg nach vorne habt. So, in 4 Minuten fertig gesägt, gar kein Stress hier. Jetzt müsste es bei euch dann so ausschauen, wenn ihr richtig gearbeitet habt. Und zwar muss es jetzt einfach hier angesetzt werden. Das werden wir jetzt einfach verleihen, verschrauben, wie auch immer hier. Und das muss dann so einfach nur ein Viereck sein hier, dass ihr dann hier, also bei mir ist es jetzt der Fall, es kommt immer darauf an, wie groß ihr diese Öffnung für die Schraube haben wollt. Ich habe es jetzt mit 12 mm gewählt, das heißt, der Fahrweg nach vorne sind 12 mm hier. Genau, mehr ist es nicht. Das Ganze werden wir jetzt mal hier vorleimen und werden dann noch mal ein paar Schräubchen reinjagen. Aber ich werde es, dass wir das genau machen, werde ich es festzwingen und werde das Ganze jetzt mal festleimen, damit wir hier ganz genau arbeiten können, damit die Fräse kein Spiel mehr groß hat, aber trotzdem sich noch verschieben lässt. Jetzt ist mir doch glatt noch der Ton ausgefallen. Jetzt habt ihr das Bohren ohne Ton gehört. Wie schrecklich. So Leute, wir haben jetzt hier noch Schrauben reingejagt hier. Ihr müsst es nicht machen. Also ich habe es jetzt einfach nochmal zusätzlich gemacht, dass es einfach stabil ist hier. So sollte das Ganze aussauen. Und das Ganze muss jetzt einfach hier keine Luft mehr haben. Aber es muss verschiebbar sein hier. Dann habt ihr richtig gearbeitet. Dann passt es. Jetzt habe ich hier noch zufällig ein anderes Stückchen Restholz gefunden, das wirklich fast 1 Millimeter nicht passt. Das macht aber gar nichts, das werden wir jetzt zum Verwenden. Achtet nur auf dem Holzstück hier, dass es nicht so dick ist, sonst habt ihr Probleme. Das wird nämlich der Winkel sein, wo wir das dann ansetzen. Also angenommen, hier wollt ihr eure Aufhänger reinmachen, dann wird das unten angebracht und dann ist es hier so eine Art Anschlag. Wenn der Anschlag aber zu dick ist, geht es natürlich zu weit oben, das ist ganz klar. Wenn es zu dünn ist, dann ja, verrutscht es vielleicht auch mal. Also nicht zu dick wählen, je nachdem, was ihr hier fräsen wollt. Gut, das werden wir jetzt noch auf die Rückseite machen. Wir können hier auch noch gleich, wenn wir hier dabei sind, die Mitte anzeichnen. Ich habe da schon mal einen kleinen Punkt gemacht hier. Das ist die Mitte vom Fräser hier, damit wir wissen, wo wir das nachher anlegen. Und das Ganze sollte dann hier schön den Strich gezogen werden. Dann wissen wir immer ganz genau, wo wir das Ganze anlegen können hier. Jetzt gehen wir auf die Rückseite. Jetzt müssen wir das hier anbringen. Jetzt ist auch noch eine Wichtigkeit da. Leute, ihr könnt es auch da oben machen. Je nachdem, auf welche Höhe ihr das Ganze machen wollt. Ich habe mir jetzt gedacht, vom Rand 2 cm nach unten werde ich jetzt hier mein Loch hier reinmachen. Und da müsst ihr einfach von der Mitte vom Fräser einfach ausgehen, also von hier, das Vorgeschobene müsst ihr schauen und von da an 2 cm nach oben. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und da wird dann die Leiste angebracht. Die sollten wir aber im rechten Winkel anbringen. Das heißt, ihr werdet hier einen Winkel anbringen und werdet das Ganze jetzt dann hier festtackern, damit wir einen Anschlag haben.
So Leute, wir sind fertig mit der Vorrichtung hier. Ich habe den Strich noch ein bisschen verlängert. Der ist ja nur dafür da, dass ihr das schön ansetzen könnt, je nachdem, wo ihr den genau haben wollt, dass wir hier exakt sind. Das sollte, wie gesagt, im rechten Winkel hier sein, weil sonst fräst ihr ja ein bisschen schräg hier. Deshalb sollte es immer passen. Die Höhe ist bei mir jetzt so eingestellt. Ihr seht es jetzt gerade hier. Hier bewegt sich die Fräse hier und ich habe jetzt zum oberen Rand 2 cm eingestellt. Für die Pfiffigen unter euch. Ihr könnt natürlich da auch verschiedene Gewinde reindrehen, dass ihr das dann aufdrehen könnt, theoretisch. Hier Gewinde, die müssen halt hier nur im Winkel sein. Und dann könnt ihr das Ganze hier nochmal versetzen. Wenn ihr hier mehr als 2 cm oder weniger als 2 cm machen wollt vom oberen Rand des Rahmens, des Bildes oder sonst irgendwas, muss diese Leiste hier einfach versetzt werden. Und gut ist. Ich würde sagen, wir Ganze probieren wir jetzt einfach mal aus. So, ich habe mal was vorbereitet und zwar dieses Designerbrett muss an die Wand gehängt werden. Ist das nicht schön? Nein, Spaß beiseite, das ist natürlich nur ein hässliches Brett hier, aber wir wollen jetzt einfach mal probieren, wie diese Vorrichtung funktioniert und wollen schauen, dass wir hier richtig schöne Aufhängelöcher hier reinbekommen. Und dazu müsst ihr jetzt nicht mehr machen, als hier das anzuzeichnen. Also ich sage jetzt einfach mal, ja, 7 cm in die Richtung hier. 7 cm in die Richtung hier und hier möchte ich meine Aufhängelöcher reinhaben. Jetzt müsst ihr nur diese Vorrichtung hier ansetzen, hier an diesem Pfeil, dann habt ihr es exakt. 2 cm haben wir ja schon ausgerechnet von der Höhe her. Das heißt, das müsst ihr jetzt einfach nur festspannen, ansetzen und ja, losfräsen. So, jetzt stellt ihr eigentlich nur noch eure Tiefe hier ein hier. Ihr seht das jetzt vom Fräser hier, das ist diese Tiefe hier, die ich jetzt nehmen werde. Einfach nur einstellen hier. Und jetzt beim Eintauchen ist es einfach wichtig, dass er hier dann ansetzt hier und ganz vorsichtig hier richtig runterfahrt. Und wenn ihr drin seid, einfach nach vorne zieht, wieder zurückziehen, ausschalten und dann erst rausziehen. Das ist das Einzige, was ihr machen müsst. Wunderbar und schon fertig und was für ein schönes Aufhängerloch. Richtig cool, schauen wir es uns mal an. Ich habe das Ganze jetzt noch mit dem größeren versucht hier. Diese Löcher seht ihr ja hier. Da passen dann auch die größeren Schrauben rein hier. Und die halten echt hier perfekt hier. Das Schöne ist, ich habe jetzt 4 nebeneinander gemacht. Und die sind exakt von dieser Kante hier. Ja, das Brett ist nicht ganz gerade hier. Aber exakt von dieser Kante sind es überall exakt auf einen Millimeter die gleiche Höhe hier. Also das ist echt top. Und vor allem das Schöne daran ist, das ist ja sowas von schnell gemacht hier. Zack, drauf machen, Vorrichtung einmal bauen. Drauf machen, zack, einmal vor, einmal zurück und schon hat man sein richtiges, schönes Aufhängeloch hier drin. Was haltet ihr davon? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare rein. Ha, wunderbar, mich freut's. Ich kann jetzt mein schönes Designerbrett endlich vernünftig an die Wand hängen. Ja, nee. Oder wem gefällt's von euch? Naja. So Leute, ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen hier einen kleinen Anreiz geben, sich sowas zu bauen, um es einfach zu vereinfachen. Ja, nee, also ich finde es echt cool, das Ding. Es funktioniert innerhalb von ein paar Minütchen. Haben wir hier alles gefräst hier. Ihr könnt natürlich noch eigene Ideen hier einbringen. Ihr könnt es noch an der Seite hier einen Rand hin machen. Ihr könnt es noch versetzbar machen, damit ihr das hier Höhen verstellen könnt und, und. Aber da könnt ihr selber noch ein bisschen Ideen reinbringen. Das ist ja einfach nur mal die Grundidee, die aber allein schon mal richtig gut funktioniert. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst bitte einen Daumen da, lasst bitte ein Abo da, abonniert die kleine Glocke, dann verpasst ihr auch solche coolen Vorrichtungen auch nicht mehr. Und ich würde sagen, schöne Grüße aus dem Allgäu. Bis demnächst. Servus.